Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Moment. Bin gleich bei euch. Und jetzt. Meine lieben Tee-Freunde und Instant-Kaffee-Genießer, ich bin's wieder, euer AK, und als erstes möchte ich euch mal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich weiß, ist schon ein bisschen spät, aber ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen. Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, und wenn ja, wenn es euch gut geht, dann heißt das, ihr guckt mein Video. Das sind die guten Nachrichten. Worum geht's heute? Kurz und knapp, ich habe wieder von Begadi ein kleines Care-Paket bekommen, und zwar ein Short Dot. Ein Short Dot der Marke Begadi. Und das werden wir uns heute im Review angucken. Und wir werden nicht nur die Frage klären, wie und warum ein Short Dot, sondern auch für welchen Bereich man das so benutzen kann. Weil es gibt auch Leute, die wissen einfach nicht, was das ist und was man damit anzufangen hat. Aber wir machen erstmal mit den materiellen Dingen weiter, und zwar mit der Verarbeitung. Das ganze Finish und alles drumherum ist eigentlich sehr, sehr gut für den Preis von 90 Euro. Oberfläche ist glatt, sieht jetzt nicht so kratzempfindlich aus. Die Linsen sind klar, ich blende euch noch Fotos ein, haben keine Kratzer. Das Scope lässt sich hier unter diesen Schutzkappen an den Verstelltürmen, ihr seht die hier solche Rädchen. Das ist einmal die Seitenverstellung, und oben auf der Höhenverstellung ist das genau dasselbe. Ihr habt es bestimmt gehört, ich hoffe, es kam gut an. Es rastet sauber ein, ist ein bisschen schwergängig, das ist aber auch gut, weil das heißt, es verstellt sich nicht selbstständig. Damit wäre das Scope an sich oder das kleine Short Dot hier an sich auch gut für GBBs geeignet. Ja, des Weiteren hat das Ganze einen verstellbaren Zoom. Von 1 bis 4-fach Zoom ist alles dabei, kann stufenlos eingestellt werden. Und natürlich kann man den Fokus auch noch einstellen, je nachdem, wie weit man rein oder rauszoomt. Ja, wie gesagt, Verarbeitung im Allgemeinen ganz gut für den Preis von knapp 90 Euro. Es gibt zwar Besseres, aber ist okay. Was bekommt man noch? Das Ganze ist natürlich beleuchtet. Man hat 5 Stufen, einmal rot und einmal grün. Fünfte Stufe rot und grün ist etwas sehr grell. Fand ich persönlich jetzt aber eigentlich nicht so schlimm, weil man das Ganze dann auch im Sommer noch benutzen kann. Im Lieferumfang nichts Spektakuläres. Ich hole gerade mal die Box. Das hier ist die Box. Hier ist nochmal eine Typenbezeichnung. Da steht drauf: Begadi Zielfernrohr in Anführungszeichen Short 1-4x20. Ja, im Lieferumfang Reinigungstuch, dieses komische Gelzeugs, was Feuchtigkeit fernhalten soll, solltet ihr unter anderem nicht essen, schmeckt scheiße. Bedienungsanleitung und Montagen. Die Montagen sind so, ja, es sind keine Low Mounts, aber auch keine High Mounts, ist irgendwas so mittendrin, ist schon ein bisschen niedriger. Deswegen habe ich mir, um hier hinten das Trommelvisier zu passieren, einfach etwas höhere Mounts drauf gemacht. Aber ich werde da noch wechseln auf eine Schnellverschlussmontage, eine Monoblock-Schnellverschlussmontage, die noch unterwegs ist. Deswegen habe ich hier jetzt nochmal meine alten, etwas höheren Montagen montiert. Ja, Durchmesser vom Mittelrohr ist 25,4 mm, also 1 Zoll.
Hier vorne das Okular, nein, Okular wäre hinten das, aber das Objektiv hier vorne hat einen Durchmesser von 20 mm und das Okular müsste 40 mm sein. Ja. Augenabstand auf einfachem Zoom, habe ich es auch einfach? Nein, nicht ganz. Auf einfachem Zoom ungefähr so. Und wenn ich das Ganze voll reinzoome auf vierfach, ist der Augenabstand schon ein bisschen näher, so. Ist aber okay. Hat man bei den meisten Scopes, die für die billigen Scopes, die für Airsoft und so, naja, sind keine mit großem, weitem Augenabstand. Ja, wie gesagt, das Ganze ist beleuchtet und ja. Absehen ist ein Mildot-Absehen, ihr kennt es bestimmt, einfach ein Kreuz mit ganz vielen Punkten auf der horizontalen und vertikalen Linie des Fadenkreuzes. Die werden auch sehr schön mitbeleuchtet, macht ja auch Sinn. Ja, das war's eigentlich schon, mehr kann ich darüber nicht erzählen, außer dass das Ganze gut funktioniert. Mal was Kurzes für zwischendurch, ich habe seit diesem Jahr, oder naja, eigentlich nicht, eigentlich Ende letzten Jahr habe ich einen Account bei Patreon und werde auch da meine Videos online stellen. Und wenn ihr Bock habt, meinen Kanal zu unterstützen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, weil ihr wisst es, Airsoft ist teilweise sehr teuer und die ganzen Teile, die müssen auch angeschafft werden, logischerweise vor meinem Geld. Und ich mache die ganzen Reviews alleine, ohne irgendeinen zweiten Mann. Ich schneide die Videos alleine, ich nehme sie alle alleine auf. Der Kamera oder auch hinter der Kamera. Und ja, es muss halt auch alles bezahlt werden. Und ich würde mich darüber riesig freuen, wenn ihr mich da bei Patreon ein bisschen unterstützen könntet. Wenn ihr das nicht könnt, kann ich das total verstehen. Ich war auch schon mal in so einer Situation. Und ich würde mich trotzdem dann über ein Abo und ein Like freuen, damit ich weiß, meine Videos sind geil und die gefallen euch. Ja, und vielen Dank an die Abonnenten, die dazugekommen sind im letzten halben Jahr, das freut mich natürlich sehr. Und auch noch danke an die, die es werden wollen. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem Video. Viel Spaß und jetzt kommt ihr zu dem, warum ein Short Dot, wenn man nicht gerade ein Zielfernrohr nehmen kann. Short Dots oder auch Drückjagdgläser sind eigentlich dazu gedacht, um die Möglichkeit zu haben, das Ganze einmal als Zielfernrohr oder als Zielhilfe mit einer Vergrößerung von 1, also normale Sicht, so wie ihr dann auch seht. Wobei das meistens nicht ganz 1 ist, sondern eher 1,1, 1,2. So eine leichte Vergrößerung ist immer dabei, aber das Auge, das dominante Auge kann das dann trotzdem gut verarbeiten. Man kann beide Augen offen halten beim Zielen, genauso wie beim Red Dot. Wobei wir jetzt wieder zum nächsten Punkt kommen, wenn man da die Fadenkreuzbeleuchtung einschaltet, hat man im Grunde ein Red Dot. Wenn ihr dann allerdings, auch speziell bei Airsoft, ist es ganz interessant, beim Spielen ist man sich ja manchmal nicht so sicher von der Distanz und so, ja, und man sieht nicht unbedingt gerade, wo die Kugel hinfliegt. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man aus dem Nahkampf rausgeht, auf etwas weitere Distanz kann man hier bis vierfach zoomen und man hat da mit einem gewissen Vorteil, was andere Spieler, die Iron Sights spielen oder die normale Kim und Korn spielen, dann halt nicht haben. Jetzt hier dabei noch der Vorteil, das hier ist die kleinste Version, die man bei Begadi kaufen kann. Ist auf jeden Fall nicht so schwer und es ist auch nicht so lang. Ja, das heißt, ich kann es hier auf meiner HK53 sehr bequem montieren. Wobei mit der Monoblock-Montage sieht das Ganze dann noch ein bisschen schöner aus und nicht so. Ja. Also, bevor jetzt hier einer sagt, das mit der Mounting deutsch heiter aus und das ist halt so. Ja, ich finde es halt cool. Zumal, jetzt kommen wir nochmal kurz zum geschichtlichen Teil. Zumal da es ja für die HK-Modelle, für G3, MB5, HK53 etc. Gibt es ja diese Standardmontage. Die gibt es auch mit direkten, also eine Standardmontage, die direkt, ich
glaube, 30 mm oder 25 mm Ringe montiert hat. Oder halt die normale von Hensoldt, wo das Zielfernrohr die Montage an sich ist. Das heißt, die werden draufgesteckt, von unten festgeschraubt, fertig. Habe ich im Airsoft jetzt noch nicht so gesehen. Und original Hensoldt Zielfernrohr für G3 oder auch MP5. Da gibt es ja auch Unterschiede, weil es für die verschiedenen Kaliber ausgelegt ist. Die kosten mal locker 300 bis 350 Euro. Wenn man Glück hat, kann man bei Igan eins für billiger schießen, aber wenn ich mal Kohle habe, werde ich mir so eins besorgen. Aber bis dahin werde ich mit dem Short dort fahren und ich denke, damit fahre ich ganz gut. Ja, also, ich hoffe, wir sind am Ende. Ich hoffe, wir sind am Ende. Ich hoffe, ihr seid nicht am Ende. Aber ich bin jetzt am Ende mit diesem Review. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare posten. Ich beantworte die relativ zeitnah, sofern wie möglich. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Resttag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video geguckt habt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen da lassen und ein Abo. Das wäre sehr nice. Ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Ich bin AGA85, auf Wiedersauen und reingehauen. Bis dann.